Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank. Mein Name ist Christoph Jaschke. Ich bin in Freiburg und Waldkirch als Fußchirurg und Unfallchirurg tätig. Dieses Implantat ist mir und in meinem Repertoire seit Jahresmitte 2014 bekannt. Die Anwendungszahlen haben sich eindeutig erhöht und darüber möchte ich Ihnen heute berichten. Wir haben bei der Operation allgemein am Knochen häufig das Problem, dass Folgeoperationen wie Metallentfernungen oder nochmalige Revisionen auftreten, zum Beispiel bei Eintritt einer Arthrose, einer gelenknahen Versorgung. Die zweite Problematik ist häufig die Unverträglichkeit von dem Implantat, was häufig sehr subjektiv vom Patienten geäußert wird, aber tatsächlich auch nach der Metallentfernung spürbar vom Patienten so geschildert wird. Eine sehr unschöne Geschichte sind die Ihnen auch allen bekannten Infekte. Das sind häufig nicht primäre Infekte, die offensichtlich sind, sondern Low-Grade-Infekte, die sich über viele, viele Wochen erst schleichend bemerkbar machen. Und natürlich das sogenannte Fremdkörpergefühl, was der Patient beschreibt. Die Fragestellung, mit der man antreten sollte, ist, ob ein Implantat existiert oder geschaffen werden kann, was für eine gewisse Zeit vorhanden ist, um ihnen die nötige Stabilität zu geben oder dem Knochen die Stabilität zu geben und danach verschwindet. Die Anforderungen an dieses Implantat sind relativ hoch. Es muss am Anfang die gleiche Stabilität haben, die wir gewohnt sind aus der Versorgung mit Stahl- und Titanimplantaten. Sie muss natürlich von uns Chirurgen auch zu handeln sein, der Umgang damit. Das ist das, was der Kollege Klauser vorhin sagte. Der Umgang ist nicht exakt dementsprechend, was wir bei den Stahl- und Titanimplantaten gewohnt sind. Sie muss zuverlässig die Stabilität halten, bis der Knochen von sich aus verheilt ist. Und sie sollte die allergischen Risiken ausschalten. Seit 2014 habe ich selber auch ungefähr 350 Magnesiumimplantate bei 277 Patienten implantiert. Mein eigenes Follow-up ist dementsprechend jetzt über 2 Jahre. Ich habe meinen Patienten immer mit auf den Weg gegeben, dass wir die Kontrollen beibehalten, bis das Implantat aufgelöst und damit umgewandelt ist. Das heißt, ich kann darauf zählen, dass ich tatsächlich die Verläufe bis zum Ende nachweisen und beweisen kann. Von meinen eigenen Operationen habe ich einen tiefen Wundinfekt bei einer Versorgung nach Jangsvik am Hallux Valgus erlebt, was aber meines Erachtens nicht dem Implantat zuzuschreiben war, sondern schicksalshaft gewesen ist. Ich habe aber auch 8 Implantatbrüche erlebt, durch zum Beispiel ein sekundäres Trauma oder eine frühe Fehl- und Überlastung. Aber insgesamt von den geschilderten sind die 268 unkomplizierten, sehr erfreulichen Verläufe in den Vordergrund zu stellen. Nun, was macht man bei Implantatversagen? Was macht man bei Pseudarthrose? Nach etwa 6 Wochen kann diese Schraube, das habe ich einmal erlebt, bei einer Implantatbruch problemlos mit einem normalen Bohrer überbohrt werden und es kann eine neue Schraube platziert werden. Und zwar egal, ob das wieder eine Magnesiumschraube oder eine andere Implantatversorgung sei. Das heißt, nach 6 Wochen habe ich einen Zustand dieses Implantats erreicht, der problemlos eine erneute Bohrung auch durch das Implantat zulässt. Wann ist das zu befürchten? Zum Beispiel bei der Versorgung von Kahnbeinfrakturen im Bereich der proximalen Handwurzelreihe, wo die Knochenheilung häufig länger braucht wie der Stabilitätsprozess der Schraube. Oder auch bei einer Pseudarthrose im Bereich des Innenknöchels, wo man nochmal ran muss. Um das Implantat treten ganz häufig, fast sogar regelmäßig, sogenannte Aufhellungszonen auf. Diese sehr, sehr häufig auftretenden Phänomene haben auch mich am Anfang
beunruhigt, zweifeln lassen, aber ich habe sie beobachtet. Sie entsprachen zwar radiologisch einer Aufhellungszone, die man durchaus verwechseln kann mit einer Elyse, aber das klinische Bild hat in keinem dieser Fälle den Infektionszeichen entsprochen. Das heißt, die äußeren Zeichen entsprachen nicht einer Infektion, keine Rötung oder Überwärmung. Und sie verschwanden. Bei meinen Nachkontrollen, die ich regelhaft wie geschildert durchführe, waren diese Phänomene spätestens nach 10 Wochen komplett verschwunden. Es handelt sich hierbei um ein Phänomen, was noch nicht bis ins Letzte geklärt ist, aber sie verschwinden. Was sind diese Aufhellungen? Nach meiner Hypothese handelt es sich um einen beginnenden Abbauprozess. Das heißt, es werden, wie der Kollege Klauser auch vorhin sehr schön dargestellt hatte, einzelne Partikel mit der Biologie abgebaut, die ein Milieu schaffen, was im Prinzip Hypodens ist und was einer Wolke gleicht, die übrigens nicht nur im Knochen, sondern auch im Weichteilgewebe auftritt. Sie sehen auf den Bildern von links nach rechts den Verlauf einer solchen Prozedur. Linkes Bild präoperativ, zweites Bild 4 Wochen Kontrolle. Um den Schraubenkopf herum diese typische Wolke, die wir alle beobachten und beschrieben haben. Diese Wolke ist bei der zweiten Ebene auch zu erkennen. Das ist eine Versorgung hier einer subkapitalen Verschiebeosteotomie in Kombination mit einer Aiken-Osteotomie. Deswegen 2 Implantate und deswegen auch 2 Wolken. Aber in der 3-Monats-Kontrolle sehen Sie überhaupt nichts mehr. Das umgebende Weichteilgewebe ist vollkommen unauffällig, aber auch die Knochenstruktur ist vollkommen unauffällig. Und das andere ist, nach 3 Monaten sehen Sie das Implantat schon deutlich flauer, das heißt im Auflösungsprozess oder Umwandlungsprozess vielmehr zum Knochen begriffen. Auch da im zweiten Fall sehen Sie hier diese Aufhellungszonen und im späteren Verlauf nach knöcherner Verheilung keine Folgen davon mehr. Versorgung einer Fraktur. Jones-Fraktur, 5. Mittelfußknochen. Sie sehen hier also diese praktisch Abrissfraktur, die ich versorgt habe mit einer 3,2 mm Doppelgewindeschraube, Magnesiumschraube. Sie sehen hier diese Aufhellungen und Sie sehen im Verlauf von einem halben Jahr praktisch nichts mehr. Das Implantat ist wahrscheinlich in den letzten Reihen kaum noch zu erkennen. Die Fraktur ist ohne Probleme knöchern fest verheilt. Das ist nochmal ein Fall. Auch hier präoperative Aufnahme, postoperativ 4 Wochen um den Implantatkopf, diese Aufhellungszonen im Knochen. Im späteren Verlauf von diesen Phänomenen ist nichts mehr übrig geblieben. Eine subkapitale Verschiebung hier im Bereich des Grundgliedes der Großzehe. Das Implantat ist hier eine 2,7 mm Magnesiumschraube, die sich im Verlauf vollkommen aufgelöst hat. Das ist jetzt eine 2-Jahres-Röntgenkontrolle von der ehemaligen subkapitalen Osteotomie in Kombination mit der Grundgliedosteotomie ist weder das Implantat noch eine Knochenauffälligkeit verblieben. Eine Korrektur der Hammer- oder Krallenzehen ist nach dem Herausbringen oder Entwickeln dieser Implantate auch in Stiftform möglich gewesen. Und zwar sind das 2,0 mm Pins, die ich vielleicht nicht nach den primären Vorstellungen, aber nach meiner Vorstellung abgewandelt einbringe. Und zwar mache ich hier die Arthrodese bei der Fehlstellung. Das sind die liegenden Implantate dazu. Auch hier habe ich sehr gute Ergebnisse, muss aber dazu sagen, dass ich diese Patienten nicht früh funktionell voll belasten lasse, sondern durchaus über einen Zeitraum von 4 Wochen mit einem Verbandsschuh laufen lassen.
Kombination auch mit verschiedenen Operationsverfahren. Hier sehen Sie die Verschiebeosteotomie nach SCAF, die SCAF-Osteotomie im Bereich der langen Schaftverschiebung mit insgesamt hier 2 Schrauben und dann nochmal an der Basis insgesamt 3 Implantate eingebaut. Die typischen beschriebenen Phänomene, die sich im Verlauf vollkommen aufgelöst haben. Einzelfall. In den letzten 2,5 Jahren war die Versorgung einer juvenilen Patellafraktur. Sie sehen also den ehemaligen Verlauf. Das ist jetzt eine Kontrolle, die 1 Jahr und 8 Monate zurückliegt. Das Implantat kann man noch erahnen. Also das ist die Fraktur. Das Implantat lag hier und ist noch sehr schemenhaft verblieben. Im Prinzip vollständig umgewandelt in Knochen bei beschwerdefreiem Patient. Aber das ist ein Einzelfall, den man sicherlich noch weiter entwickeln muss. Verschiebeosteotomie im Bereich des 5. Mittelfußknochens hier mit 2 kleinen Doppelgewindeschrauben der Stärke 2,0. Und hiervon habe ich insgesamt mittlerweile 5 Arthrodesen durchgeführt. Das sind also die 2,0 Doppelgewindeschrauben zur Arthrodese bei primärer Arthrose im Bereich der Fingerendgelenke. Sie sehen also, da liegt die Schraube, die eine sehr schöne Stabilität und ein gutes Ausheilungsergebnis gebracht hat. Hier ist die Behandlung noch nicht zu Ende, da das Implantat noch sichtbar ist. Da werde ich Ihnen hoffentlich in den nächsten Jahren Abschlussbilder zeigen können. Hier nochmal Verlauf, 4 Wochen, 3 Monate, 12 Monate bei Verschiebeosteotomie subkapital bei aufgelöstem Implantat. Mein persönliches Fazit nach jetzt 3 Jahren ist, es war das, auf was wir eigentlich gewartet haben in der Knochenchirurgie. Man muss aber seinen Patienten gut auswählen, selektieren, übermäßig adipöse und schwere Patienten oder Patienten, die möglicherweise die Compliance nicht aufweisen und früh funktionell zu sehr belasten, muss man sehr kritisch beurteilen, da das Implantat definitiv nicht die Stabilität über die lange Zeit, und darauf kommt es an, hat wie eine Stahlschraube. Diese wolkigen Phänomene, die wir alle sehen und auch dazu stehen, sind vorhanden. Sie tun sich immer auflösen. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo sie geblieben sind. Sie sind ungefährlich. Sie entsprechen nicht einem Infekt oder einer Osteolyse. Aber letztendlich haben wir noch nicht diesen genauen Bioablauf analysiert. Das heißt, es bleibt uns noch ein bisschen was für die Zukunft. Vielen Dank. Herr Schechinger. Vielen Dank, Herr Jaschke. Gibt es zu dem Vortrag Fragen von Ihnen? Sonst hätte ich nämlich eine Frage. Sie haben einen Fall gezeigt, Herr Jaschke, wo Sie eine Magnesiumschraube wieder rausgenommen haben und wiederum eine neue Magnesiumschraube eingesetzt haben. Haben Sie da, es gibt genau 2 Fragen dazu, haben Sie dieselbe Größe eingesetzt oder die 4,8er? Und die zweite Frage, gab es dann nach dem Überbohren in Anführungszeichen oder Neuimplantieren der Schraube vermehrt dieses Phänomen der Gasblasenbildung in Anführungszeichen oder dieser wolkigen Veränderung? Ich habe vorhin gesagt, wir müssen die Indikation eng stellen. Dem Patienten, an den ich gerade denke, der ist nach einer Korrektur im Bereich des ersten Strahls zu früh mit voller Belastung draufgestanden. Das Implantat ist gebrochen und damit ist die Osteotomie nochmal revisionsbedürftig geworden. In dem Fall habe ich eine 3,2 mm Schraube eingebaut und habe das gleiche Kaliber in einer etwas anderen Position, aber gekreuzt dazu, deswegen habe ich das Implantat auch praktisch durchbohren müssen, stabil verankern können. Und das ist weder mit, zum Glück, mit erhöhter Gaswolkenbildung noch durch eine andere Komplikation aufgetreten. Aber ich habe ihn
Ich habe ihn in den Verbandsstiefel gelegt, damit das nicht mehr passiert. Okay. Haben Sie noch Fragen? Ja, bitte. Ja, mein Name ist Kellenberger. Also ich muss dazu sagen, ich bin weder Orthopäde, noch kenne ich mich mit Magnesium gut aus. Aber kann das sein, dass diese Gasphasenbildung, dass das was mit Wasserstoff zu tun hat? Ja, hatte ich durchaus vorhin in den Bildern gezeigt. Es hat ganz genau was mit Wasserstoff zu tun. Ne? Durchaus nachvollziehbar, denkbar, ja. Aber wir haben jetzt noch nicht die Fakten auf dem Tisch. Ja, ich denke auch in die Richtung, zumal es ja nur vorübergehend ist. Aber wie gesagt, wissenschaftlich können wir das noch nicht so Ihnen beweisen. Also einmal, es ist davon auszugehen, weil es ja um die Schraube herum ein Phänomen gibt und diese typische Blase, die aus dem Schraubenloch, aus der Kanülierung austritt. Wir haben bei uns in der Praxis Messungen gemacht mit der Charité zusammen. Da konnte man ganz wenig Wasserstoff nachweisen, also nicht in Korrelation mit dieser Gasblasenbildung. Allerdings ist ja immer eine Subkutanschicht dazwischen. Diese Blase geht nie bis zur Kutis, sondern ist unter der Subkutanschicht positioniert. Aber man kann davon auszugehen, dass im Rahmen der Degradation, der Verstoffwechselung diese Wasserstoffblase, sage ich jetzt mal, entsteht. Noch ja, eine bitte. Meine Frage, Sie hatten 8 Implantatbrüche. Wann waren die und welche Konsequenz haben Sie daraus gezogen? Die Implantatbrüche waren, ich will mir jetzt nichts schönreden, aber sie waren durch eine falsche Indikation oder eine zu euphorische Indikation. Das heißt, einem Patienten über 100 Kilo werde ich nicht mehr so gleich behandeln, den würde ich etwas vorsichtiger nachbehandeln, das heißt länger entlasten lassen, zum Beispiel. Das ist eine Konsequenz. Im Endeffekt sind das Fälle der frühen Versorgung, also meiner Lernkurve gewesen, die ja, jetzt nicht mehr zum Glück auftreten. Aber das liegt an der Lernkurve, glaube ich. Gut, dann könnten wir zur oberen Extremität kommen und zu dem Vortrag von Herrn Schechinger, der uns den Einsatz der Magnesiumschraube an der Hand präsentiert.